Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo. Denn was ich eigentlich fragen wollte, ist, wie es denn weitergehen soll mit dem Kanal. Am 4. Dezember ist Kanalgeburtstag. Das ist nicht mehr hin, lange hin. Und deswegen dachte ich, wir machen mal ein kleines Update, was momentan so läuft, was verbesserungswürdig ist. Dazu wollte ich jetzt einfach mal die Spiele ansprechen. Also Stammspiel auf dem Kanal ist ja momentan Remake Mod. Das ist das, was mit am meisten Aufrufe hat und was am besten ankommt. Ich glaube, das sollten wir auch weiterlaufen lassen. Ich werde die Galaxis-Eroberung jetzt noch eine spielen als Imperium. Wenn dann noch Wünsche sind, könnt ihr die gerne äußern. Multiplayer-Matches versuche ich auch aufzunehmen. Problem hier ist halt, die crashen leider sehr oft. Deswegen würde ich da um eure Meinung fragen, was ihr dazu sagt, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Das zweite Spiel ist Empire Total War. Das kam jetzt in letzter Zeit sehr selten. Ich habe davon noch deutlich Folgen. Die Frage ist halt, wollt ihr das weiter sehen oder nicht? Auch das einfach in die Kommentare. Ich versuche jetzt die Kampagne da auch zu Ende zu spielen, das durchzuziehen. Außer ihr sagt, okay, es reicht, wir fangen lieber nochmal eine andere Kampagne mit einem anderen Land an. Oder aber wir gehen zum Beispiel in Napoleon Total War, auch wenn ich das nicht mag, und spielen da. Dafür gibt es ja auch eine Darth Mod. Als drittes Spiel haben wir noch Company of Heroes auf dem Kanal. Auch das kommt recht gut an. Ich glaube, diese Matches können wir ruhig lassen. Da haben wir ja unsere eigene kleine Storyline. Also mit Horus in Italien, mit Zepp im Osten und mit Oreo im Westen. Ich denke mal, das kommt auch ganz gut an bei euch. Und deswegen würde ich sagen, das lassen wir auch einfach so als Projekt stehen und weiterlaufen. Viertes Spiel ist dann Blitzkrieg. Blitzkrieg kommt überhaupt nicht gut an bei euch. Die Aufrufzahlen sind quasi fast bei, ja, um die 20. Also das ist wirklich ein Video oder ein Projekt, das nicht so gut bei euch ankommt. Da weiß ich noch nicht, ob ich das weitermachen werde. Das ist halt eine Herzensangelegenheit, genauso wie Railroad Pioneer, was auch überhaupt nicht gut ankommt. Das ist halt die Frage, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, ja, das sowas kannst du weiterlaufen lassen oder nicht. Auch da würde ich mich um ein Statement von euch freuen. Ansonsten überlege ich, was läuft noch. Hunt Showdown hatte ich jetzt 3 Folgen, das werde ich nicht mehr hochladen. Das interessiert überhaupt niemanden hier. Das hat nicht mal 5% aller Abonnenten gucken das. Und deswegen wird Hunt dann eingestellt. Das mache ich jetzt nicht mehr in Zukunft. Ja, und ich überlege gerade, was läuft noch. Gut, wer bin ich? Haben wir aus Gag ein paar Folgen aufgenommen. Das werde ich noch hochladen, einfach nur um den Kanal ein bisschen zu füllen. Ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen. Und ansonsten überlege ich, was läuft denn noch so einigermaßen? Also Anno, genau, Anno und EU4. Beide Spiele, beide Runden mussten leider abgebrochen werden. Anno, einfach weil der Anno selbst, also das Spiel, hat uns den Save gelöscht. Wir haben keinen Save mehr und deswegen können wir die Runde nicht weiterspielen. Deswegen bricht die Runde ab. Anno 1800, wenn das nächstes Jahr im Frühjahr rauskommt, das werde ich auf jeden Fall let's playen, sowohl Single als auch Multiplayer. Das ist ein Versprechen, aber ich muss dazu sagen, Anno 1404 weiß ich nicht, ob das nochmal als Video kommt. Vielleicht werden wir es nochmal streamen, aber als Video eher nicht. Auch das kam jetzt nicht so unglaublich gut an und deswegen würde ich sagen, da machen wir lieber etwas, was alle interessiert, als wenn wir nur so ein Nischenprodukt haben. Und EU4 werde ich wahrscheinlich in nächster Zukunft erstmal nicht mehr bringen. Das hat einfach den Hintergrund, weil diese Runden schwer zu organisieren sind. Finde erstmal 9 Leute, die regelmäßig können. Und dann hast du wie bei den letzten 2 Runden, also unsere Sachsen- und die Österreich-Runde, wo dann Spieler einfach die Runde verlassen oder aufgrund von Streitereien Leute sich nicht mehr so verstehen, wie es vorher war und sich die Haare kriegen wegen einem Computerspiel, was ich sehr schade finde. Deswegen wird auch EU4 eingestellt, eingefroren. Ob das nochmal kommt, kann ich nicht versprechen. Wenn dann aber nicht mit der Truppe, mit der ihr es kennt, sondern dann wahrscheinlich mit einer professionelleren Truppe. Aber da habe ich momentan überhaupt keinen Reiz zu, weil das einfach nur ein Spiel ist, das mir die Haare grau werden lässt. Und das halte ich für total unnötig. Jetzt ist noch die Frage, jetzt habe ich ganz schön viel gelabert, die Frage, was mache ich mit den EU4 und Anno-Folgen? Soll ich die noch hochladen? Von EU4 habe ich bestimmt noch 10 Folgen, wenn nicht sogar mehr. Und von Anno habe ich auch noch 3 Stück. Ist die Frage, wollt ihr das noch sehen oder nicht? Das gleiche gilt auch für Blitzkrieg und Railroad Pioneer. Railroad Pioneer habe ich im Voraus aufgenommen, als ich Urlaub hatte. Da habe ich noch 9 Missionen im Kasten. Also das halbe Spiel durchgespielt und bei Blitzkrieg sind wir auch schon recht weit. Und ja, das würde mich freuen, wenn ihr einfach mal eure Meinung reinschreiben würdet. Das fände ich echt cool, weil dann können wir den Kanal, ich meine, der Kanal ist ja für euch. Das mache ich ja nicht nur, um hier groß und fame zu werden, sondern das mache ich als Hobby. Und es freut mich, wenn ihr Spaß an den Videos habt. Und deswegen, der Kanal ist für euch. Ihr sollt mitentscheiden, das sage ich auch immer. Ihr habt viel Entscheidungsrecht, wenn ihr Wünsche habt, immer dazu sagen, ne?
Deswegen, ich weiß, das wird recht viel sein, darauf zu antworten. Aber wenn sich jemand die Mühe macht, ich wäre echt froh drüber und das wäre echt cool. Hey, Weil wake das, up. ja, ich weiß, ich spiele gleich mit der Hand. Das wäre echt nice. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen und danke für eure Statements und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.